Ich nehme an, einige von euch habt euch schon mal gefragt, wie eigentlich das Leben eines Astrophysikers so aussieht. Wir haben ja nicht alle das Glück, Astrophysiker sein zu können, finden aber, glaube ich, größtenteils das Thema extrem spannend. Und dazu haben wir heute, Gott sei Dank, Katrin Böckmann aus der Sternwarte Hamburg da, die uns ein bisschen erzählen kann, was im Alltag losgeht oder da los ist, wie es historisch aussieht und wie die Forschung heutzutage aussieht und die übrigens auch eine Sternwartenkatze vor Ort hat, was ich extrem cool finde. Katrin, wir sind mega gespannt. Ja, danke für die Einleitung. Genau, mein Name ist Katrin. Ich arbeite in Hamburg an der Sternwarte als wissenschaftliche Mitarbeiterin und schreibe dort auch meine Doktorarbeit. Und genau, ich darf euch heute ein bisschen was über die Sternwarte erzählen. Und ich werde erst so ein bisschen historisch über die Sternwarte genau sprechen und dann im Anschluss auch noch mal so ein bisschen vorstellen, was wir heutzutage so machen. Und genau, dann fangen wir einfach mal an. Ja. Wir haben hier einmal den Johann Georg Repsold, der hat Ende der 1700 gelebt. Das war eigentlich ein Spritzenmeister der Feuerwehr Hamburg und er war jemand, der sehr interessiert war an Sternen und ja, was am Himmel so vor sich geht. Und das war der Erste, der in Hamburg quasi eine Sternwarte gegründet hat. Das war am Anfang eine private Sternwarte am Stintfang, das kennen ja vielleicht Leute, die in Hamburg wohnen. Das ist da eigentlich direkt unten an den Landungsbrücken. Dort hat er so selbstgebaute Instrumente aufgebaut und damit halt eben auch den Himmel beobachtet. Und diese Sternwarte wurde dann allerdings leider 1811 zerstört während napoleonischer Besatzung. Und er hat dann aber auch initiiert, dass wirklich eine erste sozusagen offizielle städtische Sternwarte gegründet wurde, wo dann eben auch Navigatoren zum Beispiel ausgebildet wurden, was früher auch für die Seefahrt eben noch sehr wichtig war. Die erste Sternwarte stand dann da, wo jetzt das Museum für Hamburgische Geschichte ist. Das ist ja da auch auf St. Pauli, kennen ja vielleicht auch einige Leute. Genau, dieser Johann Georg Repsold, dann kam 1830 dann leider bei einem Brand ums Leben, aber hat es noch gerade so miterlebt, dass wirklich eine offizielle Sternwarte eingeweiht wurde. Es gibt auch noch viele Dinge in Hamburg, die an ihn tatsächlich erinnern. Es gibt Straßen, die nach ihm benannt sind und es gibt so ein schönes Boot im Hafen. Ist vielleicht auch schon mal jemandem aufgefallen. Da steht auch drauf, Oberspritzenmeister Repsold liegt meistens vor der Elbphilharmonie. Und seine Kinder haben aber eben diese Tradition auch fortgesetzt und haben noch lange auch so optische Instrumente gebaut, die dann eben auch genutzt wurden für eben Astronomie oder auch für Navigation und so weiter. Genau, das war dann die erste richtige Sternwarte in Hamburg, war dann die am Millerntor. Die gab es von 1826 bis 1914. Und ab 1833 war das dann wirklich auch ein staatliches Institut, eben auch vom Staat finanziert. Und weil eben auch der Hafen in Hamburg ist und wichtig ist, war neben astronomischer Forschung auch solche Dinge, wie ich ja eben schon meinte, Navigation und auch exakte Bestimmung der Uhrzeit wichtig. Und das hat man eben alles da mit dieser Sternwarte gemacht. Allerdings wurde dann schon auch Ende 1800 irgendwann deutlich, dass man diesen Standort dann nicht mehr so gut benutzen konnte, für eben auch für Forschung, weil es einfach immer heller wurde. Auch im Zuge von Elektrifizierung immer mehr Licht in der Stadt. Und da hat man sich dann eben überlegt, ja, wir müssen diese Sternwarte nochmal irgendwo anders hin verlegen. Da St. Pauli macht keinen Sinn mehr. Und heute ist eben in diesen Gemäuern ist eben das Museum für Hamburgische Geschichte untergebracht. Genau, 1906 hat man dann angefangen, in Bergedorf die Sternwarte zu bauen, die neue Sternwarte. Damals, man sieht es hier auf dem Foto, war da drumherum noch nichts. Heutzutage sind da auch ganz viele Häuser und eine richtige Siedlung. Aber damals war das eben eigentlich der ideale Standpunkt für diese Sternwarte, weil das auch auf einem Berg gelegen ist. Und genau, da eben früher noch nicht so viel drumherum war und man das eben einfach als idealen Standort erkannt hat. Ja, genau. Die Sternwarte wurde gebaut von 1906 bis 1912. War dann auch noch lange einfach ein staatliches Institut, bis es dann 1968 eingegliedert wurde an die Universität der Stadt Hamburg zum Fachbereich Physik. Genau, seit 1996 ist die Sternwarte unter Denkmalschutz und ja, es gibt momentan sogar wieder einen Versuch, die Sternwarte zum Weltkulturerbe erklären zu lassen. Das ist aber ein sehr längliches Verfahren und da ist auf jeden Fall noch nicht so ganz sicher, ob das klappt, aber es wäre natürlich noch auch schön, wenn das funktioniert. Genau, hier habe ich noch mal ein paar Bilder, wie das aussah. Anfang des 20. Jahrhunderts, genau. Also 1913, ein Jahr nachdem die Sternwarte eingeweiht wurde, wurden zwei von den größten Teleskopen, die auch immer noch vor Ort sind, auch schon direkt eingeweiht. Und zwar haben wir hier einmal
etwas so Längliches sehen wir hier. Das ist der große Refraktor. Das ist ein Linsenteleskop. Das war auch damals eines der größten, vor allem auch in Deutschland, die gebaut wurden. Und hier links haben wir noch einmal Bilder von einem Spiegelteleskop. Das funktioniert ein bisschen anders als ein Linsenteleskop. Da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Genau, aber die wurden auf jeden Fall damals auch schon eingeweiht. Und was jetzt neu war an der Sternwarte in Bergedorf, dass man für jedes Teleskop einzeln Gebäude gebaut hat, einzelne Kuppeln. Man sieht das ja hier im Hintergrund so ein bisschen oder auch hier. Man hat jetzt wirklich nur einzelne Teleskope in diesen Gebäuden drin. Das war nämlich vorher, 1800 war das noch etwas anders. Da hat man meistens die Teleskope einfach mit in das quasi mit aufs Dach oder sowas gebaut von einem großen Gebäude. Allerdings, je größer die Teleskope eben wurden, wurde das irgendwann etwas unpraktisch und man brauchte dann eigene Häuser für jedes Teleskop und auch einfach unter Aspekten, dass man zum Beispiel auch sowas wie Heizungsluft, kennt man ja vielleicht auch, ne? Das erzeugt so Flirren in der Luft. Und wenn man eben diese Teleskope einzeln in einzelne Häuser ausgelagert hat, konnte man das da eben umgehen, dass man eben auch einfach da keine Heizung oder sowas drin eingebaut hat, dass man da eben genau ideale Bedingungen hergestellt hat. Und da war eben die Sternwarte in Bergedorf eine der ersten Sternwarten, die das so umgesetzt hat, für jedes Teleskop einzelne Kuppeln zu bauen. Genau. Gehen wir mal weiter. Ja, genau. Ich hatte das ja eben gerade schon angesprochen. Es gibt eigentlich zwei grundsätzlich verschiedene Arten, Teleskope zu bauen. Man hat einmal Spiegelteleskope und einmal Linsenteleskope. Die Spiegelteleskope funktionieren so, man hat das hier, man hat den Strahlengang, der geht hier durch, wird von einem Spiegel, von dem Hauptspiegel, wird das Licht gesammelt, gebündelt, auf einen Sekundärspiegel geleitet und der reflektiert das dann zum Okular oder heutzutage einfach zu einer CCD-Kamera oder sowas ähnlichem. Und genau, man hat im Gegensatz dazu gibt es noch diese Linsenteleskope, kann man auch nennen, einfach ein Fernrohr. Das war auch das, was womit Galileo und Kepler gearbeitet haben. Man hat das eben, die Vergrößerung funktioniert hier durch Linsen und nicht durch Spiegel. Die Strahlen gehen durch diese Linse, werden dann durch eine breitere Linse weitergeleitet zum Okular oder zur Kamera. Genau. Die gab es Anfang des 20. Jahrhunderts, haben die beiden noch so ein bisschen miteinander konkurriert. Allerdings hat sich schon auch recht früh herausgestellt, dass die Spiegelteleskope die etwas bessere und praktikablere Lösung sind, da man vor allem bessere Auflösung eben durch größere Spiegel erzielt. Und bei den Fernrohren ist es eben so, dass man die Fernrohre sonst immer länger bauen müsste. Und man kann sich ja auch vorstellen, dass das dann unter dem eigenen Gewicht nicht mehr besonders stabil ist. Sowas wie Knickfestigkeit ist da das Stichwort. Also längere Teleskope, die einfach sehr dünn sind, sind einfach nicht besonders einfach zu bauen und einfach nicht besonders praktikabel. Und bei den Spiegeln kann man einfach eben immer den Durchmesser erhöhen. Und man muss die Fernrohre nicht unbedingt länger bauen. Das heißt, das Ganze ist etwas kompakter zu bauen. Genau, heutzutage das ELT, das steht für das Extremely Large Telescope. Astronomen haben immer sehr interessante Wordings für ihre Teleskope oder Forschungsprojekte. Das hat eben, da haben eben die Spiegel so fast 40 Meter Durchmesser. Heute, genau, in der aktuellen Forschung ist das Standard, dass man eben diese Spiegelteleskope nutzt. Auch Hubble Space Teleskop oder so, die arbeiten alle mit Spiegeln. Diese Fernrohre gibt es halt auch noch für den Amateurbereich, aber so wirklich geforscht wird damit nicht mehr. Bei den Linsen gibt es nämlich auch noch das Problem, dass es eben Farbfehler erzeugt, weil durch die Linsen werden verschiedene Wellenlängen, das heißt verschiedene Farben, werden unterschiedlich gebrochen, was dadurch eben genau Farbfehler oder auch Ungenauigkeiten im Bild erzeugt. Deswegen gibt es heute also eigentlich nur noch diese Spiegelteleskope. Hier habe ich nochmal ein paar Folien über unsere größten Teleskope, die wir an der Sternwarte noch haben. Hier genau ist einmal der große Refraktor. So sah das früher mal aus, wie das hier auf dem Bild aussieht. Der wurde jetzt in den letzten Jahren renoviert. Die ganze Kuppel wurde neu ausgekleidet, hier mit Holz. Hier sieht man das, ist ein bisschen aktuelleres Foto. Genau, man sieht auch, es ist tatsächlich auch von der Firma Repsold, also von den Kindern von dem Gründer, von der Firma von den Kindern von dem Gründer gebaut. Und genau, die Hebebühne, man kann nämlich die ganze Plattform, wo das Teleskop draufsteht, kann man hoch und runter fahren, sodass man da eben möglichst flexibel sich irgendwie Orte am Himmel da anschauen kann. Und genau, die ist von Carl Zeiss Jena, hat man wahrscheinlich ja auch schon mal gehört. Genau, und das ganze Teleskop besitzt eine 60 cm Linse und 9 Meter Brennweite. Dann haben wir hier einmal das 1 Meter Spiegelteleskop.
Das ist auch direkt von 1913 schon, genauso wie der große Refraktor, die waren schon von Anfang an der Sternwarte. Das ist auch eben von Carl Zeiss Jena gebaut. Genau, das sieht so aus. Man sieht ja hier, die Bauweise ist etwas kompakter als bei diesen langen Fernrohren. Und bei Fertigstellung war das sogar größtes Teleskop in Deutschland und das viertgrößte weltweit. Und das Ganze ist auch wirklich sehr schwer. Das wiegt 26 Tonnen, ist Gewicht auf dieser Montierung. Man kann das aber alles, da es eben 1913 noch nicht so viel Elektronik gab, man kann das alles tatsächlich per Hand steuern und kurbeln. Das ist wirklich gar kein Problem. Die Übersetzungen und so sind so gemacht, dass man das per Hand steuern kann. Genau, und diese Teleskope eben werden vor allem auch noch für so öffentliche Beobachtungsabende genutzt. Oder auch einfach von uns Mitarbeitern der Sternwarte manchmal, wenn das Wetter mitspielt, kann man da dann abends mal eigentlich ganz cool Sachen beobachten, einfach wie man Lust hat. Genau, aber für Forschung werden halt diese Sachen nicht mehr benutzt, weil genau, da hat man einfach viel bessere Möglichkeiten heutzutage. Aber es ist trotzdem schön, dass wir diese Teleskope noch vor Ort haben, einfach genau, um damit auch einfach Leuten das mal zu zeigen, wie das überhaupt funktioniert. Ja. Genau, wir haben noch ein etwas moderneres Teleskop an der Sternwarte, das Oskar-Lüning-Teleskop. Das ist auch ein Spiegelteleskop, das funktioniert eigentlich ganz ähnlich wie das, was wir auf der vorherigen Seite hatten. Aber das ist mit Elektronik versehen, das heißt, man kann das auch von zu Hause irgendwie über einen Rechner quasi fernsteuern und man muss da jetzt nicht vor Ort wirklich per Hand irgendwas kurbeln, sondern das kann man ganz bequem mit einem Rechner steuern. Genau, da ist hinten ein Raspberry Pi angebaut. Und das Teleskop wird auch tatsächlich jetzt noch genutzt für so einen Praktikumsversuch im Physikstudium. Wenn man Physik studiert, kann man nämlich so oder macht man im Laufe des Studiums so Praktikumsversuche in verschiedenen Forschungsgruppen. Und da haben wir halt eben an der Sternwarte zwei und eins davon ist, dass man das Teleskop steuern kann, damit dann Beobachtungen machen kann und die dann auswertet. Also das wird tatsächlich noch, ist nicht für aktuelle Forschung, aber es wird zumindest noch auch im universitären Betrieb genutzt. Ja, so langsam komme ich dann eher zu dem Thema, was wir heute so machen an der Sternwarte. Darüber werde ich noch ein bisschen was erzählen. Genau, hier sieht man einmal im Schnee unser schönes Hauptgebäude. Da ist auch noch eine historische Bibliothek drin enthalten. Und hier oben drauf sieht man, da haben wir noch ein kleines eigenes Radioteleskop. Das wird auch für Praktikumsversuche im Physikstudium benutzt. Genau. Ja, heutzutage machen wir vor allem auch viel Radioastronomie. Wir forschen mit dem Low Frequency Array Teleskop. Dazu werde ich gleich noch weiter eingehen. Das ist nämlich ein Radioteleskop, wovon wir auch tatsächlich einen Standort in Norderstedt haben. Genau, dann gibt es einmal diesen Praktikumsversuch mit dem 3 Meter Radioteleskop oben auf unserem Dach. Ja, und was wir ansonsten noch machen in unseren Arbeitsgruppen, ist, wir beschäftigen uns auch mit Röntgenastronomie, Infrarotastronomie und auch zum Teil noch mit optischer Astronomie. Genau, wir decken eigentlich die meisten Forschungsbereiche ab. Und genau, da würde ich nämlich einmal kurz ein bisschen näher drauf eingehen, was das überhaupt alles bedeutet. Röntgen, Radio und so weiter. Also die Teleskope, die ich vorhin vorgestellt habe, wie das 1 Meter oder der Refraktor, das sind alles Teleskope, die optische Aufnahmen machen. Das war auch lange Zeit, bis in die 50er, 60er Jahre, eigentlich das Hauptforschungsthema von Astronomen. Man hat sich eben Sterne oder Galaxien eben so angeschaut, wie man sie sich auch mit dem Auge anschauen könnte. Das heißt, wir haben hier einmal, das farbige Licht hat ja ganz bestimmte Wellenlängen, worauf unser Auge quasi getrimmt ist, dass wir dieses als Farben wahrnehmen. Das sind Wellenlängen so im Nanometerbereich. Da haben wir hier genau diesen Bereich, den können wir mit den Augen quasi sehen. Allerdings gibt es ja das elektromagnetische Spektrum. Das sind ja einfach genau Wellenlängen in sehr viel verschiedenen Größenordnungen an Wellenlängen. Was ja eigentlich auch nichts anderes ist als Licht, nur dass unser Auge es quasi nicht wahrnehmen kann. Das heißt, wir müssen dafür halt extra Geräte bauen, um sowas wie Röntgenstrahlung oder auch Radiowellen eben zu empfangen und uns das eben sichtbar zu machen. So, hier haben wir noch einmal angezeigt, wie die Atmosphäre uns oder wie durchlässig die Atmosphäre eben für verschiedene Wellenlängen ist. Wir haben nämlich eben das Glück, dass sowas wie Röntgenstrahlen oder Gammastrahlen, das heißt Wellen mit sehr, sehr kleinen Wellenlängen, die gehen gar nicht durch die Atmosphäre durch, was eigentlich auch sehr gut ist für die Menschen, weil es ist nicht so gesund, die ganze Zeit von Röntgenstrahlung bombardiert zu werden. Genau, deswegen müssen wir eben, um Röntgenastronomie zu machen, müssen wir Teleskope, Röntgenteleskope bauen und die müssen auf Satelliten eben angebracht werden, um außerhalb der Atmosphäre
Und genau, die machen dann eben auf Satelliten, sind diese Röntgenteleskope angebracht und die machen dann eben außerhalb der Atmosphäre Bilder vom Himmel und die können wir uns dann quasi, genau, von diesen Satelliten können wir uns die dann quasi herunterladen und damit können wir dann eben Röntgenastronomie betreiben. So ähnlich ist das auch mit Infrarot. Da haben ja vielleicht einige von euch mitgekriegt, dass das James Webb Teleskop am 25. gestartet ist. Das ist zum Beispiel auch ein Infrarot-Teleskop. Und das ist eben auch, weil dieses Infrarotlicht auch nicht durch die Atmosphäre geht, auch auf einem Satelliten sozusagen angebracht und muss uns deswegen auch außerhalb der Atmosphäre mit Daten versorgen. Dann haben wir aber das Glück, dass es einen relativ großen Bereich gibt an Radiowellen, wo die Atmosphäre durchlässig ist für Strahlung. Das heißt, wir können diese Radioteleskope auch auf der Erde aufbauen. Und das wird auch gemacht. Vor allem so in den letzten, ja, 20, 30 Jahren ist das ein sehr großes Forschungsthema geworden, weil man damit eben mit Radiowellen kann man eben auch so Dinge wie auch so supermassive schwarze Löcher in Galaxienkernen beobachten, was man so mit optischen Geräten eigentlich nicht kann. Auch dieses sehr berühmte Bild von dem schwarzen Loch, was vor ein paar Jahren ja auch sehr in der Öffentlichkeit publiziert wurde, das ist auch zum Beispiel ein Radiobild. Genau, jetzt haben wir das einmal, habe ich das einmal erklärt und wir haben, genau, das LOFA, was ich am Anfang schon meinte, dieses Low Frequency Array, das ist eben ein Radioteleskop und zwar hat es ganz viele verschiedene Standorte über Europa verteilt und eine davon ist auch in Norderstedt. So ein Radioteleskop, das kann man sich vorstellen, das sieht ganz anders aus als so ein Teleskop, wo man jetzt wirklich durchgucken kann. Das sind eigentlich mehr oder weniger einfach so Antennen. Hier sind mal ein paar Bilder von dem Feld quasi. Das ist einfach wirklich in Norderstedt. Da hat die Uni so ein Feld angemietet und da so ein Array aus so verschiedenen oder aus 96 Antennen, glaube ich, aufgebaut. Und diese Antennen quasi fungieren als Radioteleskop. Die Technik ist eigentlich relativ einfach, die IT dahinter aber nicht, weil das einfach sehr, sehr große Datenmengen generiert. Weil man kann sich vorstellen, 96 Antennen empfangen einzeln, aber es wird auch jede mögliche Kombination immer mitberechnet und mit kalkuliert. Und daher werden da sehr, sehr große Datenmengen generiert, die irgendwie verarbeitet werden müssen. Genau, deswegen wurde auch an diese Station in Norderstedt wurden extra Glasfaserleitungen hin verlegt. Und das steht dann einfach auf dem Feld, das sieht alles relativ unspektakulär aus. So ein Container, wo dann eben diese ganze Kabellage und diese ganzen Sachen zusammenlaufen und genau, dann von da aus weiter transportiert werden. Und ja, genau. Ich habe hier nochmal so ein paar Zahlen aufgeschrieben. Es generiert tatsächlich 10 Terabit pro Sekunde und wir haben da eben diese Anbindung auf 10 Gigabit pro Sekunde, dass man da eben eine vernünftige Leitung hingelegt hat. Ja, und dieses Low-Frequency-Array wird auf jeden Fall auch noch erweitert. Da sollen noch mehrere Standorte dazukommen. Genau, weil man kann sich vorstellen, eigentlich grob gesagt, je mehr Stationen man hat und je weiter diese auseinanderliegen, je bessere Auflösung kann man eben erzielen. Das ist so ein bisschen so, kann man sich das vorstellen, als hätte man einfach ein Teleskop, was so einen großen Durchmesser hat. Und genau, großer Durchmesser bedeutet eigentlich immer eine bessere Auflösung, was wiederum bedeutet, man kann Objekte viel besser oder kleinteiliger darstellen. Und das ist ja eben das, was wir auch eben wollen. Genau, das war Radio. Jetzt komme ich nochmal einmal zu einem Röntgenteleskop. Das ist auch tatsächlich daran arbeite ich mit. Ich mache eher Röntgenastronomie, nicht so viel Radio. Genau, es gibt so ein Projekt, das Teleskop E-Rosita. Das wurde 2019 gestartet, also auch relativ frisch. Das ist eine Kooperation zwischen Deutschland und Russland. Und genau, das ist ein Radioteleskop. Das sitzt eben auf einem Satelliten. Das versorgt uns jetzt seit über 2 Jahren mit Daten. Und zwar scannt dieses Röntgenteleskop den ganzen Himmel kontinuierlich ab. Also es macht wirklich tatsächlich ein Foto vom ganzen Himmel und nimmt dabei eben Röntgenstrahlung auf. Wir haben hier einen Bereich von 0,5 bis 10 Kiloelektronenvolt. Genau, und damit beobachten wir vor allem auch so Objekte wie Galaxienhaufen, die eben sehr groß sind, aber auch sehr weit weg. Und diese Galaxienhaufen emittieren eben Röntgenstrahlung und die können wir dann eben mit Hilfe dieses Teleskops entwickeln. Genau, das Ganze wurde vom Max-Planck-Institut für Extraterrestrial Physics in Garching entwickelt. Und genau, das ist auf jeden Fall wirklich auch ein großes Projekt und da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was da noch so die nächsten Jahre mit entdeckt und herausgefunden wird.
Genau, die Galaxienhaufen hatte ich gerade schon angesprochen. Ja, was macht man jetzt mit diesen Röntgen- und Radiostrahlen? Ja, interessant ist es natürlich, sich Objekte anzuschauen und zu schauen, ja, wie sieht das denn jetzt im Optischen aus? Wie sieht es sowohl im Röntgen als auch im Radiobereich aus? Und das wird dann eben auch gemacht. Man macht, also die Galaxienhaufen sind auf jeden Fall ein gutes Ziel, wenn man sich eben großräumige Strukturen im Universum anschauen möchte. Weil eben Galaxienhaufen sind die größten zusammenhängenden Strukturen im Universum, die durch Gravitationskräfte gebunden sind. Galaxienhaufen bestehen aus 50 bis auch zu tausenden Galaxien. Und die sind halt eben durch Gravitationskräfte gebunden und die bilden sozusagen so Blöcke im Universum. Wenn man immer weiter rauszoomen würde, würde man irgendwann immer diese Blöcke von diesen Galaxienhaufen sehen, die sich im Raum verteilen. Und da das eben so große zusammenhängende Objekte sind, kann man die sich auch noch anschauen, auch wenn sie sehr weit weg sind. Und sehr weit weg ist ja wieder auch hier eine Analogie zu sehr früh in der Zeit. Also wenn wir uns Galaxienhaufen anschauen können, die sehr weit weg sind, sehen wir auch, wie sie aussahen, kurz oder ja zumindest nicht so lange nach dem Urknall. Und dadurch können wir dann eben uns anschauen, okay, wie sah das Universum zu dem Zeitpunkt aus, zu dem Zeitpunkt und wie hat sich das insgesamt entwickelt? Genau, und die lassen sich halt eben im optischen Bereich, wie man das hier sieht, nicht so leicht finden, weil man da nur die einzelnen Galaxien sieht. Aber durch diese Gravitationskräfte wird das Gas zwischen diesen Galaxien, was immer vorhanden ist, wird so aufgeheizt, dass es eben im Röntgenbereich abstrahlt. Und auch durch andere Prozesse halt eben auch im Radiobereich. Und das heißt, man kann eben diese Galaxienhaufen besonders gut finden durch Röntgenstrahlung und dann kann man eben auch so Vergleiche machen, genau, wie sieht es in verschiedenen Wellenlängenbereichen aus? Und dadurch kann man eben genau ja, lernen, im besten Falle, wie sich das Universum entwickelt hat und wie es entstanden ist. Ja, ein Thema habe ich noch. Viele von euch kennen das ja vielleicht. So in der klassischen Physik wird ja immer unterschieden zwischen Theoretical Physics und Experimentalphysik. Und in der Astrophysik ist das so ein bisschen so ähnlich. Also ich selber arbeite wirklich mit richtigen Daten, die dieses Teleskop von Erosita eben, was ich eben erzählt hatte, damit arbeite ich halt. Und ich bin daher eigentlich eher so eine Art Observational Astrophysicist. Das ist eher so das Analogon zu Experimentalphysiker. Und wir haben aber auch bei den Astrophysikern auch sowas wie theoretische Physik. Das sind die Leute, die Simulationen machen. Oder Computational Astrophysik, sagen wir eher. Genau, die simulieren quasi das Universum mit verschiedenen Modellen. Und wir können dann eben uns anschauen, okay, wie gut passen unsere Entdeckungen zu diesen Simulationen? Das heißt, diese Leute, die die Simulation machen, überlegen sich jetzt ein Modell. Okay, so und so sind meinetwegen meine Grundkräfte und meine Initial Conditions, sagen wir dazu, die Grundanfangsbedingungen. Und dann packe ich da physikalische Gesetzmäßigkeiten und sowas alles rein und dann gucke ich, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann, genau, können wir halt eben mit unseren Beobachtungen das vergleichen und dann kann man eben schauen, okay, passt das Modell jetzt wirklich zu unseren Beobachtungen oder passt es nicht so gut? Und das kann man dann eben machen. Genau, es sind so, man nennt es, sind so N-Body Simulations. N-Body heißt, man kann einfach, genau, also eine gewisse Anzahl an Teilchen da reinschmeißen. Und dann kann man sowas wie Monte-Carlo-Methoden oder sowas darauf anwenden. Und genau, das ist auf jeden Fall eine sehr computerintensive Arbeit. Deswegen hat sich das auch so in den letzten 10, 20 Jahren auch sehr stark weiterentwickelt, weil man heutzutage in der Lage ist, natürlich viel, viel krassere Berechnungen zu machen als noch vor 20 Jahren. Ein großes Computerzentrum steht in Jülich. Genau, deswegen, das ist auch dieses Bild hier, das ist dieses UWELS. Da wird dann halt eben, kann man eben so Parallel Computing und so diese High-Performance-Computer benutzen für diese Berechnungen. Da gibt es dann eben, genau, eine ganz berühmte Simulation, das ist der Millennium Run. Das, genau, das Forschungsprojekt gibt es schon seit Anfang der 2000er Jahre. 2005 hat man den ersten Durchlauf gemacht hier mit 2160 hoch drei Teilchen. Wobei man sich jetzt nicht vorstellen kann, dass ein Teilchen für jetzt ein Atom steht, sondern man hat hier, ein Teilchen ist einfach eine bestimmte Anzahl an Masse. Man hat jetzt hier, genau, eine Milliarde Sonnenmassen in dunkler Materie genommen. Das heißt, man sieht auch jetzt hier in diesem Run nicht, wie sich Galaxien oder sowas verteilen im Universum, sondern eben die dunkle Materie.
Man sieht da dieses Netz an dunkler Materie und da kann man dann eben, genau, wenn man von Anfang an quasi einige so Unregelmäßigkeiten einbringt, zum Beispiel in dieses Netz, kann man dann sehen, wie sich das dann weiterentwickelt, wenn man unsere physikalischen Gesetzmäßigkeiten darauf anwendet. Und man kann dann immer weiter reinzoomen und man sieht dann auch diese Netze und diese Fluktuationen an Masse und das ist halt eben das, was wir auch in Wirklichkeit beobachten. Genau, das wurde auf einem Supercomputer in Garching berechnet. Damals mit einem Monat Rechenzeit waren 25 Terabyte. Ja, und dann gibt es 2010 gab es dann den zweiten Run. Da waren sie dann schon bei 6720 hoch drei Teilchen. Und genau, es gibt da eben diesen Computer, dieses Europa, der hat genau 12.000 Cores. Und diese Berechnung war dann eben äquivalent zu 300 Jahren CPU-Time tatsächlich. Ja, also da kann man schon sehen, das bietet auf jeden Fall auch noch viel Potenzial, die nächsten Jahre da noch weiter, da in der Forschung weiterzukommen, eben mit der theoretischen Astrophysik, um dann immer bessere Vergleichbarkeiten zu erzielen zwischen den Teleskopen und den Simulationen. Und das bringt mich so langsam zu meinem Ende des Vortrags. Ich habe hier nochmal so ein paar Links gesammelt, falls da jemand Interesse dran hat. Und genau, ansonsten bin ich gerne für Fragen offen und ich hoffe, genau, ihr habt meinen Vortrag, ihr fandet das unterhaltsam und interessant vor allem. Und genau, dann bin ich gespannt auf Fragen. Vielen, vielen lieben Dank. Es gibt auch schon ein paar Fragen, die über den Chat reingekommen sind. Ich nehme an, da kommen auch noch gleich ein paar mehr. Ich fange gleich mal an. Die erste Frage geht tatsächlich um die Kuppeln in der Sternwarte Hamburg. Sind die Kuppeln denn nachgeführt? Also nicht die Teleskope selber, sondern die Kuppeln, glaube ich. Die kann man auf jeden Fall einfach auch elektrisch steuern, ja. Okay. Nächste Frage zu den Radioteleskopen. Wie filtert man die terrestrischen Signale heraus? Weil die müssten ja eigentlich deutlich stärker sein. Das ist tatsächlich relativ kompliziert. Da gibt es wirklich ja, sehr komplexe auch Rechnungsmodelle, die auch da immer mit eingerechnet werden müssen. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Aber genau, da gibt es eigentlich gute Modelle, die das Ganze da rausrechnen. Aber das ist wirklich sehr kompliziert und da gibt es auch einfach Leute, die wirklich fast nur an sowas arbeiten. Um eben da die Störgeräusche oder Störfrequenzen rauszufiltern. Okay, also es sind die gleichen Wellenlängen auf jeden Fall. Man muss aber irgendwelche Modelle rechnen, um es rauszubekommen. Genau, also es gibt tatsächlich so einige Wellenlängenbereiche, die für Radioastronomie freigehalten werden. Allerdings, genau, ist das immer nicht ganz so einfach und es gibt auf jeden Fall viele Störfrequenzen in der Radioastronomie. Da muss man tatsächlich mit leben und man muss versuchen, das möglichst gut rauszufiltern. Okay. Gibt es dann auch Fälle, wo man denkt, man hat irgendwas gesehen und dabei war es aber leider nur irgendein Signal von zu Hause? Nee, das ist meistens tatsächlich relativ eindeutig feststellbar, ob das jetzt genau terrestrische Signale sind oder eben aus dem Weltraum kommen. Da gibt es noch eine Frage zur Sternwarte selber. In der Vergangenheit gab es wohl die Überlegung, die Mitarbeiterinnen des Instituts zu den übrigen Physikerinnen in das DESI in Bahrenfeld zu setzen. Ist das noch im Gespräch? Nee, eigentlich ist das nicht im Gespräch, nee. Ah, okay, dann Aber ja, das ist gab es aber. mal. Aber ja, gut, die Überlegung liegt auch ein bisschen nah, weil wir ja eigentlich auch die Teleskope da nicht mehr benutzen, sondern eh alle eigentlich vor ihrem Rechner sitzen sozusagen und es eigentlich für uns ein bisschen egal wäre, von wo wir arbeiten. Aber es ist trotzdem auch, obwohl es halt historisch ist, es ist ja trotzdem auch erhaltenswert und eben auch für solche öffentlichen Beobachtungsabende oder auch, also schön, dass wir da trotzdem halt noch sitzen als Astrophysiker. Und deswegen wird das auch eigentlich nicht mehr überlegt, das da aufzugeben. Genau. Ich habe hier noch eine Anmerkung, und zwar wurde zur Sternwartenkatze noch nichts gesagt. Gibt es dazu noch einen Kommentar? Ja, ich weiß nicht. Wir haben einfach eine Katze, die läuft da rum und läuft immer gerne durch alle Büros, lässt sich von jedem gerne füttern und ist deswegen ein bisschen zu dick. Aber ja, sie wohnt tatsächlich in der Sternwarte und die sitzt auch immer gerne bei irgendwelchen Talks oder wenn Leute ihren Doktorvortrag machen, sitzt sie meistens in der ersten Reihe auf einem Sessel und guckt auch zu. Wirklich, kein Scherz. Finde ich gut. Zum nächsten echten CCC dann bitte mitbringen. Ja. Gut, gibt es noch weitere Fragen aus dem Chat? Ich schaue jetzt mal ganz kurz, sonst würden wir in den Extended Q&A gehen, wo man dann vielleicht noch ein bisschen technische Fragen stellen kann. Ich sehe, es gibt wohl Freude, dass die Sternwarte erhalten bleibt. Ja, wir finden das natürlich auch super, weil es ist auch einfach ein sehr schönes Gelände. Ich kann auch genau alle Leute, die vielleicht mal überlegen, da mal vorbeizuschauen, wenn ihr irgendwo in Hamburg oder Umgebung wohnt. Das Gelände ist öffentlich zugänglich, könnt ihr einfach gerne mal einen Spaziergang machen.
Und genau, es gibt auch immer so diese Beobachtungsabende, einfach mal auf der Website gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie da gerade der Stand ist wegen Corona und so weiter, aber das Gelände an sich ist auch schon immer ein Besuch wert. Einfach mal hinfahren, genau, kann man einfach schönen Sonntagsspaziergang mal machen. Noted. Super. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, dass du da warst. Gerne.